Gegen Amerikaner anzutreten. So beginnt die Story. Nach dem durchschlagenden Gesamtsieg von 1988 in der amerikanischen Trans Am-Serie hat Audi die nächste Liga gewählt. Erfolg bedingt Aufstieg. Die IMSA-Serie ist das Oberhaus für Produktionsrennwagen in den USA. Wahrzeichen der schöpferischen Freiheit in dieser Kategorie ist der Gitterrohrrahmen, um den herum die typischen Merkmale einer ansonsten serienmäßigen Produktion angeordnet werden. Rohrrahmen, das bedeutet Beginn bei Null. Mit dem ersten Strich am Reißbrett, der ersten Kennzahl im Computer. Und was normalerweise die Urzelle eines reinrassigen Rennwagens ist, muss in diesem Fall harmonieren mit der Philosophie der Serie. Bei Audi heißt es natürlich Quattro-Antrieb mit all seinen üblichen Elementen. Da bedarf es keiner Sonderentwicklung. Audi hat den permanenten Allradantrieb in den Rennsport getragen, führt ihn nun in die nächste Instanz. Den technischen Komponenten steht ihre bisher schärfste Herausforderung bevor. Und in der Entwicklungsarbeit beginnt nun das faszinierende Wechselspiel von Theorie und Praxis. Testfahrten im Frühling in Europa, während in Amerika die Rennserie schon begonnen hat. Besser geworden, ne? Ja, jawohl, ja. Das war es mit 600er sofort von Anfang an. Ist jetzt ein bisschen einig, Walter Röhrl und Hans Stuck wechseln sich beim Testen ab. Beide sind für ihre Präzision des Fahrens bekannt und für ihre Einfühlung ins Innenleben eines Automobils. Was Stuck und Röhrl jetzt mit ihrem ganz persönlichen Sensorium erarbeiten und was die Ingenieure ablesen, deuten und umsetzen können, bestimmt die nächste Phase der Entwicklung. Tröstlich, dass bei allem technischen Aufwand, trotz Computer und Telemetrie, das ist die Datenübertragung per Funk, die im Rennsport immer bedeutender wird, dass trotzdem der menschliche Faktor genauso unverzichtbar ist wie eh und je. Aber es geht, du kannst die gleiche Zeit fahren, aber vorher... Nach dem vorjährigen Trans Am-Sieg mit 200 Quattro wählte Audi für die IMSA-Serie das Modell 90 Quattro, ein besonders handliches Sportgerät. Auf den Rennstrecken von Vallelunga, Misano und Mireval werden die Versuchswagen zu Dauerläufen ausgeschickt. Bis zu 3000 Kilometer, nur von Tank- und Reifenstopps unterbrochen. Nach den Erkenntnissen dieser Testserie werden in Ingolstadt die Einsatzautos gebaut. Die Rohrrahmenkonstruktion muss so berechnet sein, dass maximale Steifigkeit und Sicherheit gewährleistet sind und am Ende mit den Vorgaben des Serienmodells zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen.
Im Mittelpunkt des Konzepts stehen sinnvoll reduziertes Gewicht und fein ausgetüftelte Achslastverteilung. Man wählte jenen 5-Zylinder-4-Ventil-Turbomotor, der in der S1-Version des Sport Quattro zu Rallye-Ehren gekommen war. Zu Saisonbeginn ist der Motor auf eine Leistung von 620 PS ausgelegt. Sie wird im Lauf des Jahres auf 720 steigen. Das Blechdach des Audi 90 muss im Rennwagen unverändert bleiben. Auch die übrigen Konturen, wie Neigung der Windschutzscheibe, Front- und Heckpartie, müssen dem Grundmodell entsprechen. Stellt man sich das Auto der Länge nach durchgeschnitten vor, wären die Silhouetten von Straßen- und Rennfahrzeug absolut identisch. Racing in the USA. Aufbruch nach Amerika. Die Attraktivität der IMSA-Rennserie und hier vor allem auch für die Millionen Fernsehzuschauer liegt in ihrer Vielfalt und den wechselnden Anforderungen. Heute wird auf einem Stadtkurs gefahren, morgen auf einer klassischen Rennstrecke. Und die Renndauer kann vom 1-Stunden-Sprint bis zum 24-Stunden-Marathon variieren. Audis Fahrerteam für die Saison besteht aus 2 Deutschen und 2 Amerikanern. Die Piloten sind Hans Stuck und Hurley Haywood. Für Langstreckenrennen wird das Team komplettiert durch Walter Röhrl und Scott Goodyear. The American Way of Racing. Das bedeutet professionelle Geradlinigkeit, ohne deswegen gleich Krieg zu führen. Das läuft alles wunderbar ab und auch unter den Teams, die Fahrer untereinander, wird natürlich beinhart gekämpft. Man fährt sich auch mal in die Kiste am Wochenende, aber man geht auch nach dem Rennen zusammen weg. Man unternimmt irgendwas, man spricht zusammen, man tauscht Erfahrungen aus. Eine knallharte, aber sehr familiäre Atmosphäre, muss man sagen. Einer wie Stuck darf hier nicht überholen, sagt der Aufkleber am Heck des Kuga. Und gerade einem wie Stuck fällt dazu auch die Antwort ein. In der europäischen Rennszene wären solche Gags schwerlich vorstellbar. Die Amerikaner sind da irgendwie lockerer. Nur beim Rennen selbst, da hört sich die Lockerheit auf. Die Leute in Amerika haben einen starken Willen zum Durchkommen. Und wegen Kleinigkeiten gibt hier keiner auf. Konkurrenz besteht aus den klingenden Namen amerikanischer Sportwagen und Renntradition und den neuen Rennteams der japanischen Marken. Am stärksten einzuschätzen ist das Ford-Team, das auf das Modell Mercury Kuga setzt. Es ist ein über die Jahre solid gewachsenes Racing-Team mit Spitzenmaterial und Spitzenfahrern wie Wally Dallenbach und Pete Harsmer. Nissan dürfte mit dem Typ 300 ZX die motorisch stärksten Autos der Serie stellen, ist auch schon längst etabliert im amerikanischen Rennzirkus und setzt auf Fahrer wie John Morton und Steve Millen, von denen du keine Geschenke zu erwarten hast. Die 15 Rennen der IMSA-Serie sind über die ganzen Vereinigten Staaten und Kanada verteilt. Wir klinken uns hier in Summit Point ein. Es ist Mai und wir sind im schönen Land West Virginia.
wo die Renntradition noch auf die Zeiten des Alkoholschmuggels zurückgeht. Form erwartet, spitzt sich der Rennverlauf zu einem Duell zwischen Audi und den Cougars des Ford-Teams zu. In Audis zweitem Rennen gleich der erste Sieg und doppelt hält besser. Hans Stuck vor Hurley Haywood. Das heißt, die Richtung stimmt, die große Linie stimmt, das Auto stimmt. Die nächste Arbeitsrunde kann beginnen. Zurück nach Deutschland. Weitere Entwicklungsarbeit im Detail soll die Zehntelsekunden künftiger Rundenzeiten gewinnen. Wie ein Serienauto wird auch ein Rennwagen im Windkanal geglättet. Obwohl die IMSA Quattros für manche Kurse auf eine Topspeed von 300 und darüber übersetzt sind, geht es im Windkanal weniger um den Luftwiderstand. Dafür hat man ja hinreichend Leistung und Drehmoment, sondern um idealen Abtrieb für optimales Kurvenverhalten. Man sucht die günstigsten Anströmungen für die Kühler und die zweckdienlichste Abströmung dieser Luft. Studiert die Strömungsverhältnisse an den Kotflügeln und am Unterboden, findet neue Zusammenhänge zwischen Abrisskanten und Heckflügeln. Drei der 15 IMSA-Rennen sind Stadtkurse. Und zwar nicht verschämt irgendwo in den Außenbezirken, sondern mitten im Zentrum großer Städte wie Miami und San Antonio und im südkalifornischen Del Mar. Die Amerikaner haben es ganz gern, wenn einmal im Jahr die 30-Meilen-Limits, die Ampel und die Stauzone ihres Stadtkerns so richtig durchgeputzt werden. Und für die Fahrer ergibt sich die Herausforderung, mit einer engen, winkeligen Bahn zurechtzukommen, die nicht dem rollenden Rhythmus einer gewachsenen Rennstrecke entspricht, sondern überraschende Haken schlägt und sich mitten im schönsten Geläuf zur Haarnadel krümmt. Entsprechend populär sind Stadtrennen beim aktiven Publikum und bei dem an den Fernsehern. Wants to go around the Strobe's light automobile, the Mercury Cougars. He's got the bad front end of that four-wheel drive.
Topeka in Kansas. Wieder Doppelsieg für Audi. Wieder Hans Stuck vor Hurley Haywood. Es ist Mitte der Saison. Alles ist in Bewegung. Und es geht immer noch um Weiterentwicklung, Verbesserung. Ein Rennauto ist nie wirklich fertig. Völlig anders sind Spielregeln, Rhythmus und Atmosphäre bei den Langstreckenrennen. Innerhalb des Audi-Teams wechseln sich dabei Stuck und Haywood mit ihren Partnern Röhrl und Goodyear ab. Röhrl ist damit nur bei 3 Rennen am Start. Er hat inzwischen daheim den Großteil der Testfahrten bestritten. Road America, Wisconsin. Als weiterer Farbtupfen der IMSA-Vielfalt wird dies als einziges Rennen des Jahres gemeinsam von GTO und GTP-Wagen bestritten. GTO, das ist die Audi-Kategorie. GTP ist die amerikanische Spielart der europäischen Gruppe C. Von der Technik her also etwa wie ein Starterfeld im Le Mans. Im Szenario eines Langstreckenrennens wird die schiere Notwendigkeit des Boxenstopps auch als Show-Element inszeniert. Dementsprechend wird das Ritual verfeinert. 5 Mann dürfen sich erst genau in jenem Moment in Bewegung setzen, da das Auto zum Stillstand gekommen ist. Und sogar die Lauerstellung der Mechaniker hat ihre Vorschriften. Nur 1 Fuß darf auf der Boxenmauer in Bereitschaft gehen. Danach ist freie Choreografie. Für 4 Reifenkünstler, einen Tankspezialisten und einen Dirigenten.
Stunde des Siegers kommt siebenmal für Audi in dieser Saison. Thanks to my people working on the car and greetings from Pereira. Hola Leute, hola Leute! It was getting better, beautiful. How's it going? Great, it's getting much better. San Antonio in Texas übersiedelt der Rennzirkus zum großen Finale nach Kalifornien. Die Nomaden dieses riesigen Trosses ziehen zu ihren sonnigsten und wohl auch beliebtesten Gründen. Im Lauf von 9 Monaten sind sie 30.000 Kilometer durchs Land gefahren. Von Florida bis Kanada, von der Pazifikküste Oregons bis zu den Hügeln von Upper New York State. Kalifornien ist ein guter Boden für Audi. Stuck gewinnt die Läufe von Sears Point und Laguna Seca. Für die Arithmetik der Gesamtserie fehlen die Rennen von Daytona und Sebring am Saisonbeginn. Audi war erst danach eingestiegen. Trotzdem schaffte das Quattro-Team mehr Siege als irgendein anderer Rennstall und steht in den Ehrentafeln von Summit Point, West Virginia, Lexington, Ohio, Topeka, Kansas, Sears Point, Kalifornien, Watkins Glen, New York, Lime Rock, Connecticut und Laguna Seca, Kalifornien. Der Gruß an die Race-Fans in Amerika und auf der ganzen Welt: Audi kommt und Quattro bringt's. Nach dem Sieg ist bei uns so zu. Hola, Leute, hola, Leute!